Nun muss man aber sagen, es ist ihm gelungen, Bilder zu produzieren. Wir haben sie auch im Beitrag gesehen. Er wurde bejubelt, als er abgefahren ist, obwohl er dann gesagt hat, also bis hier und jetzt erstmal Schluss. Das sind ja Bilder, die hat Putin lange nicht mehr produziert in seinem eigenen Land. Und gleichzeitig ist ja aufgefallen, dass am Samstag und auch am Sonntag niemand in Russland für Wladimir Putin auf die Straße gegangen ist. Also das lässt ja durchaus auch bröckelnden Rückhalt daraus schließen, rauslesen, oder? Es gibt keinen Zweifel, dass Putin massiven Schaden genommen hat. Und es ist die Frage, wie das nach innen wirkt. Aber das ist egal. In dieser medialen Zeit ist das, was die Weltöffentlichkeit sieht, was auch natürlich in der Ukraine wahrgenommen wird, was in der westlichen Welt, in Amerika wahrgenommen wird, auch was in China wahrgenommen wird, ich glaube, das ist entscheidend. Und das zeigt, Putin hat Schaden genommen. Ich gehe nicht so weit, dass er... dass ich sagen würde, ich sehe ihn im Augenblick unmittelbar gefährdet. Dazu hat er sich wohl seiner Vasallen und Getreuen vergewissert. Und meine Kontakte nach Moskau sagen, dass er sich dort ein Regime aufgebaut hat, das dazu führt, dass im Augenblick niemand da ist, der ihn ganz ernsthaft bedrohen könnte. Oder wie mein Co-Kamerad Domröse gesagt hat, ich sehe weit und breit im Augenblick keinen Stoltenberg, nicht nur keinen Stoltenberg, den würde ich da gerne sehen, sondern ich sehe keinen, der dort in irgendeiner Form ihm ans Leder geht. Insofern, ja, wir haben es mit einer außerordentlich kritischen Situation zu tun, weil daraus kann sich natürlich einiges entwickeln, das für die Weltöffentlichkeit, auch für uns gefährlich werden könnte. Aber im Augenblick würde ich mal beurteilen, die Lage hat sich eher wieder beruhigt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.